Ihr Lieben, ich war noch mal shoppen bei Pandaroll und ich dachte mir, ich zeige euch mal, was ich so Feines hier mir geholt habe. Ich würde sagen, ich schiebe das hier mal auf Seite, dann haben wir etwas Platz zum Auspacken. Das erste ist nicht so spektakulär, das sind Klarsichtfolien. Da packe ich im Prinzip immer so meine Schmuckstücke ein. Das sind ganz normale Klarsichtfolien, ne? Also nichts Spektakuläres hier mit Zipverschluss, ne? Also wie gesagt, nicht spannend, aber man braucht es halt, ne? Dann habe ich mir bestellt Handybändchen. Das sind diese hier. Mit, wartet mal, dieser Nummer. Das ist so ein bunter Mix gewesen. 50 Stück. Und naja, sehr viel Rosa dabei, ne? Also ich hatte eigentlich gehofft, ich würde da noch andere Farben dabei haben, wie so viel Rosa. Na, aber okay. Ne, ist halt ein Mix, ne? Da weißt du halt nicht, was du bekommst. Ne? Hast du Pech gehabt, wenn du dann was kriegst, was du nie so toll findest. Aber egal. Wird ja trotzdem benutzt, also von daher nicht so dramatisch. Dann habe ich mir Facettenperlen bestellt, ganz viele. Und zwar haben wir hier welche in Rot. So, ich zeige euch mal die Nummer. Und das sind jetzt 3x2 mm galvanisierte Facettenperlen, wie gesagt, in Rot. Und die sind total niedlich. Die sind nämlich ganz, ganz, ganz klein. Na, also wenn ihr mal schaut, das ist eine. Ne? Also wirklich niedlich. Aber manchmal braucht man so ganz kleine Perlen einfach mal. Und ich habe festgestellt, in Schmuckstücken finde ich rote Perlen total toll. Warum auch immer. Ja gut. Wer weiß warum. Und naja, passend dazu habe ich mir die in groß bestellt. Auch galvanisierte Facettenperlen. Das sind 8x6 mm. So, hier ist nochmal die Nummer für euch, falls ihr die auch bestellen möchtet. Und die sehen dann jetzt so aus. Und die haben einen so schönen Schimmer. Eigentlich mag ich lieber dunkelrot, aber die sind jetzt in hellrot und die finde ich auch trotzdem sehr schön, weil die so einen interessanten Schimmer mit. Ich hoffe, man sieht das in der Kamera einigermaßen. Der Schimmer ist immer irgendwie anders, ne? Wenn du drauf guckst, mal so ein bisschen bläulich und dann eher so golden. Also total faszinierend finde ich das. Aber mega schön. Boah. Machen wir, denke ich mal, gleich mal weiter mit noch ein paar Facettenperlen. Und zwar sind das hellblaue. Ich zeige euch erstmal die Nummer. So. Und zwar sind das jetzt 6 mm mal 4, also 6 mal 4 mm. Das sind auch galvanisierte Facettenperlen. Das seht ihr hier auch an dieser Seite mit diesem dunklen. Und das sind Jade-Imitate. Warum jetzt Jade-Imitate sind, habe ich keine Ahnung. Aber ich fand einfach die Farbe unwahrscheinlich schön. Und halt an dieser Seite das Galvanisierte, ne? Das fand ich so toll, deswegen habe ich mir die mitbestellt. Und dann noch was anderes Feines, und zwar Metallperlen. Hier mal die Nummer für euch. Und zwar sind das jetzt auch 8 mm. Und die haben so ein wundervolles Muster. Ich mache das mal auf. Wartet mal. Hier. Jetzt könnt ihr das einigermaßen gut erkennen, denke ich mal. Das sind halt Metallperlen. Also die sind auch schwer. Ne? Und da hatte ich so an Männerschmuck gedacht. Oder Herrenschmuck. Ne? Könnt ihr jetzt nennen, wie ihr wollt. Aber die fand ich richtig schön. Und ja. Ne, da werde ich dann auf jeden Fall auch noch was draus machen für die Herren. Ne? Weil die müssen ja auch mal was Schönes an Schmuck bekommen. Und dann muss ich jetzt mal gucken, was haben wir hier? Das sind, mal schauen, warte mal. Hier, genau. Genau, das sind auch Jade-Imitat-Perlen. Ich zeige euch mal hier die Nummer. Und zwar sind das 4 mm. Also die sind eher rund, nicht oval. Und das ist auch dann ein sogenanntes Jade-Imitat. Na, also im Prinzip sind die komplett weiß. Ne? Kamera hat jetzt ein bisschen Probleme mit dem strahlenden Weiß, stelle ich gerade fest. Aber die funkeln auch so ein bisschen. Das sieht man jetzt halt leider schlecht in der Kamera mit dem Funkeln. Weil die ein übelstes Problem mit dem Weiß hat, die Kamera. Ich weiß auch nicht warum, aber die glitzern halt schön und sind weiß. Ne?
Und dazu passend habe ich mir Opalit-Facettenperlen bestellt, also Opal-Facettenperlen. Das sind auch 4 mm, also auch rund. Und im Gegensatz zu den Jade-Imitaten sind die leicht durchsichtig. Ich hoffe, man sieht das so ein bisschen jetzt hier auf der Hand. Also sie sind nicht rein weiß, sie sind eher so ein bisschen durchschimmern. Wie gesagt, leider hat die Kamera so ein kleines Problem mit dem Weiß. Ach ja, genau, die Nummer für euch noch. Na. Aber das sind Opalperlen. Und da habe ich dieses Mal beim Einkaufen drauf geguckt, dass ich quasi echte Halbedelstein-Sachen bestelle. Weil ich da nämlich einige gesehen habe, die ich so wunderschön fand. Hier kommt das nächste. Und zwar sind das, wie nennen die sich auf Deutsch? Flussgoldsteine. Also auf Englisch sind es Goldstone oder so ähnlich heißen die. Im Endeffekt sind es die Perlen, die zu den Halbedelsteinen zählen, aber künstlich hergestellt werden. Mit so einer Spezialtechnik. Zählen aber trotzdem zu. Hoppala. Zählen aber trotzdem zu Halbedelsteinen, ne? Und was an denen total faszinierend ist, was ihr auch wunderbar jetzt gerade an der Kamera seht, dieses Glitzern. Seht ihr das? Und dazu habe ich auch einen Cabochon schon verarbeitet. Aber ich wollte die gerne als Perlen haben, weil die so mega glitzern. Und das ist ein Traum, finde ich, was das glitzert. Oh, herrlich, ne? Und das sind jetzt, was waren es? Einen Millimeter, glaube ich, ne? Genau, 1 Millimeter. Ne? Und wie gesagt, die haben so einen krassen Glitzer. Es ist einfach nur wow. Also wie gesagt, die sind richtig schön. Ja, dann haben wir noch diese schönen Steine wollte ich schon sagen. Perlen. So, ich zeige euch mal die Nummer. Und zwar sind das Selenit. Perlen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Es klang interessant. Ich muss gleich nochmal recherchieren. Ich hatte mir irgendwas dabei gedacht, warum ich mir die bestelle. Die waren auch relativ teuer im Vergleich zu den anderen. War auf jeden Fall auch bei den Halbedelsteinperlen dabei. Guck mal. Die sind schwer. Oh, die sind richtig schwer. Alter. Also, die sind auch. Ja, quasi weiß, aber so marmoriert und halb durchlässig. Ich hoffe, man sieht das. Ja, die Kamera hat dann übelstes Problem. Vielleicht, wenn ich sie hinlege. Ja, dann sieht man das, ne? Die sind hier so leicht lichtdurchlässig. Aber nicht alle komplett, ne? Also die sind alle unterschiedlich. Und die haben einen ganz. Ja, wenn ich ein bisschen. Ja, wenn ich so ein bisschen die Hand. Warte mal. Ja, doch, jetzt sieht man es, ne? Seht ihr das? Die sind so ganz merkwürdig marmoriert. Fand ich total faszinierend auf den Fotos, deswegen habe ich die bestellt. Und ja, ich muss noch mal recherchieren, was das genau für eine Sorte ist. Weil sagt mir jetzt ja nichts, weil wir von der Heu stehen manchmal andere Namen, wie wir sie kennen. Deswegen ist das jetzt für mich ein bisschen schwierig zu sagen, was das jetzt genau für welche sind. Aber egal. Ne? So, kommen wir zum nächsten. Und zwar sind das Opalperlen. Opalitperlen steht bei Panda-Heulen, aber es sind halt Opalperlen. Und ich hasse diese Tüten. Ja, also die sind noch beknackter wie die anderen Tüten. Boah. Und das sind jetzt 12 mm. Also Opalperlen. Die kennt ihr ja. Ne, sind ja auch Halbedelsteine. Und die haben auch so einen wundervollen Schimmer. Ne. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Je nachdem, wie man sie hält, haben die so einen leicht bläulichen Schimmer. Ich lege die mal auf den Tisch, dann könnt ihr das sehen, dass sie auch alle hier unterschiedlich sind. Ah, der Fokus hat ein kleines Problem, gerade sehe ich gerade. Naja. Ah, jetzt so. Na, also hier, die sind quasi nicht alle gleich. Und die fand ich auch wundervoll. Ich weiß nicht, warum der so ein Problem hat, das Handy. Ah, jetzt sieht man so ein bisschen diesen Schimmer, ne? Also mega schön. Und dann habe ich mir noch was anderes Schönes bestellt. Ich zeige euch nochmal die Nummer erstmal. So. Und zwar Tigeraugen. Und das sind natürliche, keine Imitate. Auch da habe ich extra drauf geguckt. Ich wollte keine Imitate haben.
Ne? Das sind diese hier. Und wenn die, wenn man die bewegt, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Ja, doch, man sieht es, ne? Dieser Schimmer, ne? Dieser Schimmer wandert im Prinzip in den Perlen, je nachdem, wie ihr die haltet. Und die haben jetzt so einen Braunton. Und auch das fand ich für einen Männerschmuck oder Herrenschmuck besonders schön, weil das ja so ein bisschen gedeckt ist, sag ich jetzt mal. Aber nicht langweilig, ne? Also wenn ich mir die angucke, diese Tigeraugen, ne? Ich mag ja eigentlich nicht so extrem diesen Braunton, aber die finde ich total faszinierend durch diesen Schimmer einfach, ne? Und wenn ihr euch dann jetzt überlegt, na, ihr nehmt dann noch diese Perlen mit dazu. Mega schöne Kombination eigentlich. Deswegen durften die auch mit. Die haben jetzt, wartet mal, 8 mm, genau. Ja, und wie gesagt, ich fände die mega schön. Und dann kommen wir jetzt auch schon quasi zum letzten Stück meiner Bestellung. Ich zeige euch zuerst die Nummer. Das ist diese. Und das sind die Perlen. Und zwar sind das Rosenquarzperlen. Echte Rosenquarzperlen. Ne? Wie gesagt, bei dieser Bestellung. Oh, Himmel. So, jetzt wollte ich schon fluchen. Ich verkneif's mir. Ich mag diese Tüten nicht. Sie sind furchtbar. So. Echte Rosenquarzperlen. Und diese Farbe. Ich bin ja nicht so der Pink-Fan, ne? Außer bei Rosenquarz. Also ich weiß nicht warum, aber diese Rosenquarz-Sachen, oh. Und ihr seht ja auch, ich hoffe, man sieht das jetzt so einigermaßen. Hier, die sind so marmoriert und durchgezogen von verschiedenen Äderchen. Ah, jetzt hat der Fokus wieder ein Problem. Nein, ich hasse diesen Fokus, ne? Mal gucken, ob er es gleich nochmal hinbekommt. Klar, am Ende macht dieser dumme Fokus wieder Spöckes. So. Ja, jetzt hat er sich gefangen. Was ich ganz witzig finde, da ist eine total knatschrosane dabei. Alter, die fällt total auf. Und die anderen sind so mehr so weiß, hellrosa. Und das fand ich sehr schön, dieses hellrosane, ne? Und wie gesagt, die sind halt auch sau schwer im Vergleich zu den anderen Perlen, ne? Also zu den Plastikperlen. Und ich mag diesen natürlichen Look einfach auch, ne? Mit diesen Einschlüssen hier. Ha, ein Träumchen. Nee. Auch wenn ich kein Pink-Fan bin. Aber da muss ich sagen, bin ich es dann doch ein bisschen. Das kann man natürlich auch. Fällt mir gerade auf. Das könnte man auch kombinieren. Sehe bestimmt auch nicht so schlecht aus. Naja. Könnt ihr ja mal einen Kommentar dazu da lassen, was ihr dazu sagt, wie ihr die Sachen findet vor allem und was ihr daraus so machen würdet. Ne? Würde mich mal interessieren, was ihr da so für Ideen habt, was man aus diesen wunderschönen Perlen alles zaubern kann. Schreibt es mir in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin bleibt gesund, ihr Lieben. Wir sehen uns. Bye bye, eure Sarah.